Im August 2016 beschloss das Bundeskabinett den Bundesverkehrswegeplan 2030. Die Verfasser betonen, dass Deutschland auf einen reibungslos funktionierenden Personen- und Güterverkehr zwingend angewiesen sei. Der BVWP konzentriere sich daher auf Vorhaben, die großräumig wirksam sind, sowie eine wesentlich kapazitätssteigernde bzw. qualitätsverbessernde Wirkung haben. Der Schienenverkehr im Dreieck Hamburg-Bremen-Hannover wurde an dieser Stelle wiederholt thematisiert. Stichworte Y-Trasse, Alpha-Variante, Dialogforum Schiene Nord. Dieser Film stellt die als optimiertes Alpha-E in den BVWP aufgenommenen Maßnahmen entlang der Strecke Hamburg-Hannover vor. Das Augenmerk liegt dabei auf betrieblichen Aspekten. Und da dieses Video auch all jene anspricht, die keine Schienenverkehrsexperten sind, werden vorab einige Grundlagen des Eisenbahnwesens erläutert. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Auswirkungen hat Alpha-E auf den Bahnverkehr in Nordost-Niedersachsen? Bei der Beantwortung werde ich mich auf Erkenntnisse der Eisenbahnbetriebswissenschaft stützen und Ihnen mit dem Faktencheck Alpha-E eine Basis bieten, sich eine eigene Meinung zu diesem Projekt zu bilden. Zunächst ist zu klären, was im Rahmen des optimierten Alpha-E geplant ist und inwiefern dies der vom Dialogforum empfohlenen Version entspricht. Schauen wir uns einen Auszug aus dem Projektinformationssystem zum BVWP an. Da wäre zuerst einmal die Blockverdichtung Zelle Lehrte, die auch im Abschlussdokument erscheint. Der nächste Punkt ist neu. Von einer Ausbaustrecke Zelle Finnhorst mit einer Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h war zuvor keine Rede. Das dritte Gleis Lüneburg-Uelzen wurde 1:1 aus dem Dialogforum übernommen. Doch dann folgt die Überraschung. Das dritte Gleis wird überlappt von einer Ausbaustrecke Asshausen-Celle. In diesem Zusammenhang stehen 250 km/h und Ortsumfahrungen im Raum, auf der Übersichtskarte dargestellt in Form einer Wurst. Das optimierte Alpha-E hat also mit dem im Dialogforum erarbeiteten Alpha-E zumindest in Bezug auf die Strecke Hamburg-Hannover nicht mehr viel gemein. Um die dem Alpha innewohnende Problematik hinsichtlich betrieblicher Belange zu verdeutlichen, ist es erforderlich, ein paar Grundlagen des Schienenverkehrs zu beleuchten. Die entscheidende Spielregel, nach der Eisenbahn in weiten Teilen der Erde funktioniert, lautet: Züge fahren im festen Raumabstand. Bahnstrecken sind in Blockabschnitte unterteilt, in denen sich immer nur ein Zug befinden darf und die durch ortsfeste oder virtuelle Hauptsignale begrenzt werden. Hier ist ein Gleis mit 4 Signalen angedeutet, auf dem der gelbe Zug von links nach rechts fährt. Passiert der Zug Signal 1, fällt es auf Halt. Fährt er am Signal 2 vorbei, gelangt auch dieses in Haltstellung. Der Zug belegt jetzt beide Blöcke. Erst wenn er den Abschnitt vor Signal 2 komplett geräumt und den dahinterliegenden Durchrutschweg freigefahren hat, kann Signal 1 wieder einen Fahrtbegriff zeigen und der blaue Zug darf folgen. Zwischen zwei Zügen befindet sich also immer mindestens ein haltgebietendes Hauptsignal. Dieses Verfahren mag etwas altertümlich erscheinen in einer Zeit, in der autonom fahrende Autos in aller Munde sind, zumal automatisiertes Fahren im Bremswegabstand auf der Schiene einfacher zu realisieren sein sollte als auf der Straße. Tatsache ist jedoch, das Fahren im wandernden Raumabstand ist derzeit nicht in Sicht. Das soll für diesen Moment zu diesem Thema genügen, ich komme aber darauf zurück. Aus der eben gezeigten Darstellung lassen sich noch keine Rückschlüsse auf die Kapazität der Infrastruktur ableiten. Zur entsprechenden Untersuchung einer Strecke müssen deren Topografie, etwa zulässige Höchstgeschwindigkeit und Signalabstände, und das Betriebsprogramm, beispielsweise Anzahl und Konfiguration der Züge, betrachtet werden. Im ersten Schritt wird die Sperrzeit ermittelt, während der ein Block exklusiv für eine Zugfahrt zur Verfügung steht. Sie setzt sich zusammen aus der Fahrstraßenbildezeit, beeinflusst von der Stellwerksbauform und der Komplexität des zu sichernden Fahrwegs, der Signalsichtzeit, der Annäherungsfahrzeit, der Fahrzeit im Blockabschnitt und der Räumfahrzeit. Alle 4 im Wesentlichen bestimmt durch Parameter wie Geschwindigkeit und Länge des Zuges, sowie der wiederum infrastrukturseitig bedingten Fahrstraßenauflösezeit. Bei dem auf diese Weise erzeugten Kasten stellen die horizontalen Kanten die räumliche und die vertikalen Kanten die zeitliche Inanspruchnahme der Infrastruktur dar. Betrachten wir nicht bloß einen Blockabschnitt, sondern die gesamte Strecke mit den Signalen 1 bis 4, so fügen sich die Sperrzeiten der einzelnen Abschnitte zu einer Treppe zusammen. Dem roten Zug folgt ein blauer mit identischer Geschwindigkeit. Beide Sperrzeitentreppen verlaufen in gleichbleibendem Abstand, der Pufferzeit,
sodass sich die Züge nicht behindern. Anders sieht es aus, wenn der blaue Zug schneller fährt als der rote, was sich in der flacheren Sperrzeitentreppe und schrumpfenden Pufferzeiten äußert. In dem Moment, in dem sich die Treppen überlagern, muss der hintere Zug sein Tempo dem vorausfahrenden anpassen. Durch Verringerung der Signalabstände, die berühmte Blockverdichtung, kann dies hinausgezögert, aber nicht verhindert werden. Beim Fahren im wandernden Raumabstand sähe die Darstellung der Sperrzeit anders aus. Die Treppenstufen entfielen, die Züge schöben kontinuierlich einen, mitunter Kilometer langen, Bremsweg vor sich her. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass Züge einander so dicht wie LKWs auf der Autobahn folgen. Fakt ist also, dass sich das grundsätzliche Problem des Mischbetriebs, die Konflikte zwischen schnellen Reise- und langsamen Güterzügen durch Blockverdichtungen oder die vermeintliche Wunderwaffe wandernder Raumabstand, nicht lösen lässt. In allen drei hier gezeigten Fällen muss die Überholung des roten Zuges bereits auf dem vorgelegenen Bahnhof erfolgen, um die behinderungsfreie Fahrt des blauen Zuges zu gewährleisten. Und damit sind wir bei Alpha E angekommen und wenden das soeben Gesagte am Beispiel der Strecke Celle-Uelzen praktisch an. Wir sehen zunächst 7 Güterzüge, die einander im Abstand von jeweils 5 Minuten folgen. Der besseren Übersichtlichkeit halber wird auf die Abbildung der Sperrzeitentreppen verzichtet. Dargestellt sind lediglich reine Zeitweglinien, die die Vorbeifahrt der Zugspitze am Ort X zum Zeitpunkt Y markieren. Diese 7 Güterzüge behindern sich aufgrund ihrer identischen Geschwindigkeit nicht. Kritisch wird es, wenn ein schnellerer Zug auftaucht. Er könnte sein Tempo den Güterzügen anpassen und dazwischen mitschwimmen, was jedoch die Forderung nach attraktiven Reisezeiten ad absurdum führen würde. Ergo müssen die blauen Güterzüge auf einem geeigneten Bahnhof anhalten, um dem roten Reisezug den Vortritt zu lassen. In unserem Beispiel wartet Güterzug 5 die Vorbeifahrt des ICE in Celle ab, Zug 4 in Garsen, Zug 3 in Eschede, Zug 2 in Klein-Süstedt. Dadurch rutscht das gesamte Güterzugbündel nach unten, auch die Züge 6 und 7 kommen erst später auf die Strecke. Und zu allem Überfluss rauscht in dem Moment, in dem alles wieder am Rollen ist, der nächste Fernverkehr heran und das Spielchen beginnt von neuem. Güterzug 7 bleibt in Celle, Zug 6 in Garsen, die Züge 5 und 4 fangen sich eine zweite Überholung in Eschede bzw. Suderburg ein. So geht das den lieben langen Tag und das im Regelbetrieb. Störungen sind hier noch gar nicht berücksichtigt. Fakt ist, dass dieses bereits heute bestehende Problem beim geplanten Ausbau auf 230 km/h sogar verschärft wird. Die Geschwindigkeitsdifferenzen werden größer und die Streckenkapazität sinkt weiter ab. Ein Argument der Neubaugegner im Dialogforum war, dass bei Errichtung der Y-Trasse oder vergleichbarer Varianten der Fernverkehr von der Bestandsstrecke verschwinde und sich die Anbindung von Celle, Uelzen und Lüneburg verschlechtere. Schauen wir uns das Fernverkehrsbetriebsprogramm zwischen Hannover und Hamburg auf einem Zeitwegdiagramm an. Aktuell sind hier 4 Linien unterwegs, jeweils zweistündlich die ICE-Linien 20 und 22 aus der Schweiz bzw. von Stuttgart nach Hamburg, die sich zum Stundentakt überlagern. Stündlich die ICE-Linie 25 von München nach Hamburg und zweistündlich, mit eingeschobenen Verdichterleistungen, die IC-Linie 26 von Karlsruhe nach Stralsund. Von diesen Linien hält, mit Ausnahme einiger ICE in Tagesrandlage, lediglich die 26 in Celle, Uelzen und Lüneburg. Fakt ist also, dass etwa 2/3 der Fernverkehrszüge in den genannten Städten durchfahren und sowohl gegenwärtig als auch zukünftig überhaupt keinen Verkehrswert für diese entfalten. Im Gegenteil, weil Nah- und Fernverkehr zwar grundsätzlich gleichwertig sind, letzterer aufgrund der höheren Reisegeschwindigkeit jedoch dispositiven Vorrang genießt, wird der Regionalexpress auch künftig an der Seite stehen, wenn der ICE von hinten schiebt. Obwohl das Dialogforum die quantitative und qualitative Verbesserung des Nahverkehrs sichergestellt wissen möchte, sind dieser Forderung auf der empfohlenen Infrastruktur klare Grenzen gesetzt. Fügen wir die in Uelzen gebrochenen RE-Linien 2 und 3 in das Diagramm ein, wird deutlich, wie eng es hier zugeht. Der RE2 folgt der Linie 25 ab Hannover im Abstand von 4 Minuten und erreicht Uelzen 2 Minuten vor der Linie 26. Zwar könnte der Anschluss RE3 unmittelbar hinter dem IC abfahren, er würde dann allerdings nicht die Ankunft der Zubringerzüge aus Bremen, Braunschweig und Magdeburg abwarten, womit der Anschlussknoten Uelzen zerstört wäre.
Der RE3 startet somit erst 3 Minuten hinter den Linien 20, 22 und schafft es mit 2 Minuten Vorsprung bis Lüneburg, wo die Überholung durch die Linie 25 ansteht. Im 2-Minuten-Abstand geht es dann ohne weitere Konflikte endlich nach Hamburg. Und im Windschatten des RE3 beginnt in Lüneburg die RB31 ihre Reise mit Halt auf allen Unterwegsstationen. In Gegenrichtung sieht das Bild ähnlich aus, mit den Unterschieden, dass die Überholung des RE3 durch die Linie 25 fliegend im dreigleisigen Abschnitt Winsen-Lüneburg erfolgt und der RE2 die Linie 26 in Suderburg vorbeilässt. Es wird deutlich, der Nahverkehr ist zwischen IC und ICE festgenagelt. Fakt ist also, dass eine nennenswerte Verdichtung des Angebots durch zusätzliche Züge und wesentlich veränderte oder gar verkürzte Fahrzeiten mit Alpha E auf Jahrzehnte hinaus nicht zu erwarten sind. Untermauert wird die heutige und künftige Misere durch eine Statistik der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen für das Jahr 2016, der zufolge die Pünktlichkeit im Hansenetz, also zwischen Hamburg und Uelzen bzw. Bremen, sowie auf der Strecke Uelzen-Hannover-Göttingen mit 88,4 respektive 87,5% deutlich unter dem niedersächsischen Durchschnitt von 91,4% liegt. Und es geht weiter um Zahlen. Streckenbelastungen heute und morgen. Dieses Schaubild zeigt schematisch die vorhandene Infrastruktur zwischen Zelle und Stelle, wobei lediglich die Betriebsstellen berücksichtigt sind, in denen sich die Anzahl der Streckengleise ändert oder wichtige Strecken anschließen. Ergänzt wird die Darstellung mit den Zugzahlen pro Tag und Gleis, wobei unterstellt sei, dass in jede Richtung gleich viele Züge fahren und diese sich dort, wo mehrere Gleise je Richtung zur Verfügung stehen, gleichmäßig verteilen. Besondere Beachtung verdient das Gleis Lüneburg-Asshausen, das doppelt so hohe Zugzahlen aufweist wie die parallelen Schienenstränge. Grund hierfür ist, dass der südwärts fahrende Fernverkehr aufgrund der Gestaltung des Knotens Maschen-Stelle quasi automatisch im mittleren Gleis landet, während Nah- und Güterverkehr mehrheitlich das außen liegende Regionalgleis nutzen, womit sich der gesamte Verkehr der Gegenrichtung im Regelbetrieb auf ein Gleis konzentriert. Hier ist die geplante zusätzliche Infrastruktur in Grün ergänzt. Alpha-seitig kommt lediglich das dritte Gleis Uelzen-Lüneburg hinzu, wobei die im BVWP genannten Ortsumfahrungen, Stichwort die Wurst, an dieser Stelle unberücksichtigt bleiben. Neu ist auch das zweite Gleis auf der Amerika-Linie Uelzen-Stendal, das unabhängig vom Alpha bis 2028 gebaut werden soll. Die Zugzahlen entsprechen dem für 2030 erwarteten Aufkommen. Sie wurden dem Gutachtervortrag der Beratergruppe Verkehr und Umwelt in der 7. Sitzung des Dialogforums entnommen und auf einen ohne Rest durch 4 teilbaren Wert gerundet. Demnach sollen im Abschnitt Celle-Uelzen 316 Züge pro Tag verkehren. Zwischen Uelzen und Lüneburg sind es 444, wobei im Mittelgleis ein Fragezeichen prangt, weil nicht bekannt ist, ob es analog zu Lüneburg-Stelle nur in einer Richtung genutzt wird oder, wie auf dreigleisigen Strecken eigentlich üblich, in beiden. Entsprechend sind für jedes Gleis 2 Werte genannt. Zwischen Lüneburg und Stelle bekommen wir es mit 520 Zügen zu tun. Fakt ist also, dass im Gleis Lüneburg-Asshausen 260 Züge pro Tag rollen sollen. Das bedeutet rund 11 Züge pro Stunde, Verkehr im 5,5-Minuten-Takt, durchgehend von Montagnacht bis Samstag früh. Der pensionierte Eisenbahninfrastrukturplaner Dr. Rudolf Breimeyer hat für dieses Gleis unter Zugrundelegung des aktuellen Betriebsprogramms eine Leistungsfähigkeit von täglich 224 Zügen nachgewiesen. Zu guter Letzt ein wenig Spinnerei von mir. Die Annahme einer kompletten Viergleisigkeit mit niveaufreier Ausfädelung Richtung Lehrte im Bereich Celle. Die prognostizierte Zugzahl ist unverändert, jedoch verteilen sich die Verkehre gleichmäßig und getrennt nach schnell und langsam auf alle Gleise. Der Güterverkehr kommt nirgendwo mit dem Fernverkehr in Berührung und der Nahverkehr kann sich aussuchen, welches Gleis er nutzt, sofern für ausreichend Bahnsteigkanten gesorgt wird. Fakt ist jedoch, dass sich trotz der hierdurch möglichen flexiblen Betriebsführung mindestens 2 Nachteile gegenüber den Neubauprojekten ergeben. Zum einen wird der im Vergleich zur Luftlinie, der Autobahn 7 und der Heidebahn deutliche Umweg mitsamt Zeitverlust und erhöhtem Energieverbrauch auf ewig zementiert.
Zum anderen konzentriert sich der gesamte Verkehr auf eine einzige Strecke, die trotz ihrer Viergleisigkeit komplett gesperrt sein wird, wenn Kinder am Bahndamm spielen oder ein herrenloses Gepäckstück auf einem Bahnsteig steht oder ein Stellwerk ausfällt oder die Böschung brennt oder jemand seinen Suizid ankündigt, BZW ihn begeht. Liebe Zuschauer, zum Schluss benötige ich Ihre Hilfe. Im Vorfeld des Dialogforums präsentierte die Deutsche Bahn die Ergebnisse einer Untersuchung von 7 Aus- und Neubauvarianten. Neben zu erwartenden Kosten und möglichen Fahrzeitgewinnen wurden auch die durch Schallemissionen betroffenen Wohneinheiten berücksichtigt. Beim klassischen Y waren das rund 2000, bei der Neubaustrecke aus Hausen-Suderburg 5000, beim Güter-Y sogar 25.000 Wohneinheiten. Beim Ausbaubestand, der dem optimierten Alpha E zumindest im Ostteil des Untersuchungsraums stark ähnelt, ist von 55.000 Wohneinheiten die Rede. Und daher frage ich Sie, wieso empfiehlt ein Dialogforum, für das der Gesundheitsschutz über allem steht, den Großteil des Verkehrs ausgerechnet dort abzuwickeln, wo die mit Abstand meisten Menschen betroffen sind? Das ist mir zu hoch. Aber vielleicht klärt mich ja jemand auf. Dafür vielen Dank im Voraus.